Hallo und willkommen zu einer Aufnahme von Let's Play Gregtech New Horizons. Mit mir die lieben Silence, der lieben Blue Jenny. Hallöchen! Hilfe? Ja. Und der verängstigte Flame. Hallo, das spielt hier in die Karten. Ja. Ich wollte eigentlich Durstigen sagen, aber. Mir fällt langsam echt nichts Sinnvolles mehr ein. Ach, da gibt's doch noch so viel. Ja, wie man sieht, die Anlagen sind weg. Hier ist ein bisschen was umgebaut. Da wo ich gebaut habe, hätten eigentlich die Scheiben hin sollen. Das heißt sozusagen hier, wo jetzt der Cobblestone ist, kommen später die Scheiben hin. Dementsprechend musste ich jetzt sozusagen den einen nach innen und einen quasi in die Richtung umsetzen. Das habe ich schon aufgestellt. Aber die Maschinen selbst wollte ich jetzt einmal mit euch sozusagen aufstellen. Und da ist jetzt die Frage. Ich mache es so und ich hab den Magneten noch an. Vom Umbauen hatte ich jetzt keine Lust, da runter zu springen. Ja. Nennt mich einen Cheater, ist mir egal. Cheater, 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 Cheater. Gut. Ich glaub's nicht nötig. Weil du weißt, dass du es selber machst. Okay. Ja. Denkst du, ich springe jedes Mal wieder runter, wenn mir noch irgendwas runterfällt beim Abbauen? Ja, wir sollten uns vielleicht einfach mal den Magneten craften. Benny. So. Warte kurz. Nein. Ja. Aber da halt auch wieder die Erklärung, wie bei den anderen Sachen auch. Es ist halt einfach nur ein Zeitfaktor. Also jetzt hier runterspringen, holen und sowas, das ist halt alles ein Zeitfaktor da. Es hat, bietet halt keinen Mehrwert, wenn wir es machen. Dementsprechend, versuche ich immer sowas tatsächlich dann zu sagen. Shit happens. So. Ja, ja, das sieht cool aus, wenn 18 Zentrifugen gleichzeitig laufen. Aber das LPG wird schnell verbraucht. Kommt da jetzt was raus oder nicht? Ah, jetzt kommt was raus. Ja, gut. Das heißt, wir brauchen auch keinen Fluid-Kenner, sondern einen normalen Canning-Machine. Die kommt hier einmal rauf. Dann brauchen wir Chemical Reactor, Electrolyzer, genau, also hier kommt quasi das Magnesiumchloride rein. Zusammen mit Sodium. Das muss ich mal holen. Da haben wir ein bisschen was von. So, und ich hätte echt hier unten mal einen Wegpunkt mir machen sollen. So, das läuft jetzt nämlich durch. Das Gallium. Ja, Gallium haben wir irgendwo. Frag mich aber bitte nicht wo. Wo? Oh. Hey. So, ja, ich glaube, ich kann das alles auf einem Channel lassen. Das heißt, hier kommt das beides rein. Dann kommt das Zeug hier rein. So, rausnehmen brauche ich nichts. Hier kommt immer raus. Und das Salz soll in einen Elektrolyzer rein. Das ist der hier nämlich. Das heißt, wir haben hier nur Salz. Dann läuft das jetzt nämlich. Dann geht das Sodium sozusagen, also ist sozusagen jetzt ein Kreislauf. Magnesium kriegen wir hier drüber rein. Ich glaube, das kann sogar vom Verhältnis her so bleiben. Das muss man halt gucken, wie viel wir jetzt noch zusätzlich ein bisschen reinpacken müssen. Wird sich mit der Zeit einpendeln. Dann für das Chlorin muss dann in einen Chemical Reactor rein. So, und zwar
hier Extract und hier Insert, das heißt genau, da kommt jetzt nämlich das Chlorin an. Dann brauche ich ein wenig Carbon und ein wenig Rutile plus ein paar Zellen. Da wir Zellen nämlich auch dauerhafter exportieren müssen. Wo Rubin. Bekommen wir nochmal Rutile her? Rubin. Oder das Illuminates und Carbon Dust. So, wie kann man ein anderes Wort für Zellen nehmen? Warum? Hast du einen Ohrwurm davon immer? Nein, also ja. Deswegen nein. Hör auf. Wir brauchen was anderes. Cells. Besser? Ja. Das ist besser. Neun Stacks davon und 9 Stacks Carbon. Ich hoffe, so viel haben wir noch. Könnte knapp werden. Ne, reicht gut. Dann, Blast Furnace, es gibt was zu tun für dich. Schön, schön. Damit dir nicht langweilig wird. So, muss da irgendein spezielles Programm, oder? Ne, scheinbar nicht. Wer hat so ein bisschen sehr viel Carbon-Mesh gemacht? Ich nicht. Wer war's, Woodbex? Oder Jenny? Hier sind 560 Stück drin, also... Bitte, was hab ich gemacht? Plan. Okay. Warte, sorry, ich hab grad nicht zugehört, weil ich das gelesen habe. Was ist? Hast du Carbon-Mesh gemacht? Ja. Okay. Achso, mit deinem Organic-Gedöns. Genau. So, lauf mal bitte durch. Ich brauche nämlich einen Router, damit ich das da einspeichern kann. Heute noch bitte. Ich will nämlich gerne diese Folge fertig werden. Danke. So. Das heißt, das Ding kommt jetzt erstmal weg. Dafür kommt da ein Dual-Interface hin. Denn... Genau, das soll hier nämlich raus. Und zwar Empty Cells. Und Rutile. Das werde ich nochmal gucken, dass ich das auf 64 hochkriege in naher Zukunft. Aber das muss jetzt erstmal so gehen. Das heißt, hier Insert ist Rutile. Heißt, wenn ich es da reinpacke, landet es hier, genau. Und zusammen mit Carbonzellen. Carbonzellen kriegen wir, wenn wir ihm hier sagen Insert und zwar... Carbonzellen plus Carbon, den ich jetzt nicht mehr im Inventar habe. Wo auch immer ich den jetzt hingelegt habe. Habe ich den jetzt doch hier mit reingeschmissen? Ja, sieht er noch aus. So. Boah. Die ganze Zeit denken und nebenbei reden ist gerade echt nicht ohne. Du sollst noch Carbon bekommen. Das heißt so... Dann sollst du hier die Carbonzellen mit erlauben und zwei Carbonzellen sollte jetzt eigentlich gleich mal das Richtige liefern. Hoffentlich. Na, komm. Genau, nämlich Carbonmonoxid und das Carbonmonoxid soll hier rein und daraus sollte jetzt Oxygen und Carbon werden, genau. Carbon geht wieder hier rüber, Oxygen
soll hier reingehen. Also, funktioniert jetzt natürlich nicht. So, dann packen wir jetzt nämlich das komplett einmal zu. Ja, extracten bitte, nämlich da rein. So, die sind natürlich jetzt gerade leer. Logischerweise. Immer drei Stück kann ich nur verarbeiten. Dann würde ich da, glaube ich, gerne noch zwei Stacks reinschmeißen. Und diese Effekte von dem Tragen der Tanks nervt irgendwie ein bisschen. Ja, deswegen habe ich auch mehrere Drums und, keine, und die Tanks nicht mehr. Ja, gut, hier kann ich es gerade nicht vernünftig anders machen. So, genau, dann sollte der jetzt nämlich wieder laufen. Sodium ist eigentlich egal, wie viel im Umlauf ist. Das ist da drinne und ich würde jetzt hier gerne einfach mal den braunen Channel nehmen. Und hier nehme ich den blauen, der dann einmal da komplett hin soll. So. Und hier soll Insert Blue sein und er kriegt aus irgendwelchen Gründen Chlorin rein. Warte mal, das ist ja auch falsch. Ich muss hier auch den hier machen. Hier brauche ich das Ding gar nicht. Und hier muss ich nochmal wieder leer machen. Und ich glaube, dass ich es nicht richtig habe. Sehr gut. Jetzt habe ich es richtig. Und es sollte tatsächlich ein Kreislauf sein. Ja, das Einzige, was fehlt, ist jetzt natürlich von außen Rutile. Und ich habe ein bisschen Chlorin gelöscht. Ah, Mist. Ich muss jetzt irgendwie 600 Chlorin hinbekommen. Wie kriege ich jetzt 600 Chlorin zusammen? Habe ich noch eine Fluidzell? Nein. Shit, wie kann ich jetzt 600 Chlorin hinbekommen? 600? Ja. Jetzt schaust, ob ich hier hinten noch Chlorin drin habe irgendwo. Also ich brauche halt genau 600, damit das wieder aufgeht. Das ist das Problem. Aber ich glaube, dann mache ich es einfach ein bisschen anders und ich nehme den Kram einfach wieder raus. Fertig, dann hole ich gleich nochmal ein neues Zeug. Ja, hier, 600 Chlorin. Genau 600? Ah, mein Scherz. Ich habe mich gefreut. Das war mein Ziel. Tobi, ich bin übrigens drüben, glaube ich, jetzt fertig. Ja, wir können da gleich rangehen. Cool. Ach, ich kann auch einfach gucken, dass ich die 400 raushole irgendwie. Ach, egal. So, ich mach die Anlage leer. Ich würde tatsächlich gerne ein Stack Carbon mehr reinmachen. Ja, so. Chlorin freut sich bestimmt irgendwer irgendwann mal drüber. So, das heißt, hier einmal voll machen. Einmal Carbon noch.
Und dann muss tatsächlich in Anführungsstrichen nur Rutile rangeschafft werden. Und das Ding läuft ununterbrochen. Und natürlich jetzt ans ME-System noch angeschlossen werden und so, aber das ist jetzt hoffentlich gleich nicht so das Problem. Und wir müssen irgendwie gucken, dass wir das restliche Titanzeug verbrauchen mal. Weil das kann auch ein kleines Problem werden sonst. So, du gehst da raus und du gehst da rein. Und du gehst da rein. Und hier möchte ich jetzt gerne ein ME-Kabel und ich glaube, ich habe das falsche. Nee, doch nicht. So. Flame. Ja. Sofern wir jetzt noch Kabel haben und du mir einen Channel da irgendwo übrig gelassen hast, können wir tatsächlich jetzt mit deinem anfangen. Was für ein Kabel? ME. So. Also ich, ja, nur zur Erklärung, ich nutze jetzt bewusst nicht mehr weiße, weil die weißen quasi die sind, die eigentlich final da stehen sollen. Ob sie es tun, ist die andere Frage, aber 2, 4, 6, 7. Okay, das heißt, hier hätte ich nur ein Channel noch frei. Dann muss ich wohl doch das Kabel klauen, was du, ups, da auch hast. Ja. Yeah. Dip, dip. Und zack. Dann sollte es jetzt eigentlich gleich funktionieren. Ich bin da. Kein Kommentar. Ich mach schon wieder LV statt MV. Nee, andersrum MV statt LV. Ja. Wunderbar, es funktioniert. Hier ist zwar wieder ein Loch, aber das kann Jenny dann nachher eben flicken. Und dann scheint es jetzt komplett zu funktionieren. So, mal eben wieder. Hydrogen, mal eben voll machen wieder. Zack. Und wir haben tatsächlich alles zusammen da. Oder fehlt noch was? Na doch, das Rutile wollte ich noch einstellen. Auf 64, die wir jetzt auch haben. Wunderbar. Und dann müssen wir uns jetzt irgendwie gucken. Das hat sich gerade nicht gut angehört. Warum kriegst du nicht genug Strom? Ach so, ja, weil ich keinen Strom exportiere hierhin. Ups. Das erklärt es vielleicht. Aber auch nur vielleicht. Ich bin so langsam, langsam. Okay. Warte mal, die 4000 muss ich denn jetzt auch mitnehmen, weil die jetzt ja mit dem falschen Chlorin sozusagen gearbeitet haben, ja. Okay. Ja, dann hoffe ich einfach mal, dass jetzt passt und ich nicht irgendwas kaputt gemacht habe. Ergo müssten wir jetzt nur noch dauerhaft Rutile besorgen. Und dann, ja, sollte es klappen. Heißt, wir haben einen Kandidat für die Chest. Nehmen wir mal eine Stahlchest. Sollte hier nicht. Produzierst du gerade Prozessorenflame? Ja, ich dachte mir, bevor du wieder welche brauchst und wir keine mehr haben, dachte ich, produziere was. Ja. Gut oder schlecht? Ist gut. Gern geschehen. Danke. Er wäre schlecht gewesen, wäre ich es nicht. Ah, okay, verstehe. Ja. So, das Ding ist. Ding hat mich gerade noch 0, jetzt haben wir wieder 15. Egal.
Das heißt, die kommt hier hin. Ergo müssen wir jetzt dauerhaft irgendwie dafür sorgen, dass wir Router ranbekommen. Okay, heißt, wir können jetzt bei dir das einstellen, Flame, meintest du? Ja, aber ich habe noch ein Problem entdeckt. Okay, dann suche ich mal ein Erz raus, was wir da jetzt durchjagen könnten. Okay. Nehmen wir mal Eisen das genommen. Beispielsweise. Ach, Eisenerz? Ja. Hast du schon eingestellt, oder? Nö. Okay. So, genau. Also, im Endeffekt... Also ein Teil. Ja, ich komme damit einfach mal eben kurz zu dir. An sich hat Flame jetzt an einer Anlage gebaut, die uns dauerhaft die Erze zerlegt. Mit dem Hintergedanken, wir haben keine Lust, das immer manuell zu machen, und so ist es halt sowieso einfacher und netter. So, und... Verdammt! Ja, gut. Ganz so hätte ich jetzt nicht... Die sehen interessant aus, um ehrlich zu sein. Ja, ne? Okay. Warum hast du roten Channel genommen? Ich fand rot cool. Ah, okay, du hast einmal Rechtsklick gemacht. Gut. Das heißt, im Endeffekt, hat Flame jetzt gesagt, hier dauerhaft 64 Eisenerz. Das wird dauerhaft, ja, zerlegt. So, das... Oh, ich muss hier mal kurz ein bisschen weg, sonst hört man gar nichts mehr. Das selber ist das Crushed. Das Crushed können wir jetzt ja auf zwei Arten verarbeiten. Entweder, beziehungsweise in diesem Falle sogar vier Arten. Entweder wir machen da ein Pure Pile of Iron Dust und dann Iron Dust raus und würden Nickel nebenbei rausbekommen. Wir würden es ins Chemical Bath rausbekommen mit Sodium Persulfat und würden mehr Nickel rausbekommen. Das ist ein Pfad, da haben wir uns schon überlegt, das ist eigentlich ein sinnloser Pfad für uns, da wir auch genauso gut einfach Nickel so sammeln können. Dann könnten wir es in die Thermal Centrifuge reinmachen, da würden wir den Zinn rausbekommen. Oder wir packen es in die Ore Washing Plant, bekommen Purified Iron Ore raus. Und das Purified Iron Ore kann dann nur in den Macerator rein. Und nach dem Macerator kommt dann Impure raus. Das dann wieder in die Zentrifuge und damit haben wir dann Eisen Dust. So, jetzt ist nur die Frage, kann man mit den anderen Schritten noch irgendwie was anderes machen? Nein. Das heißt, das ist jetzt sozusagen der Way to Go. Du hast die zweite Reihe Macerator nicht aufgebaut, kann das sein? Zweite Reihe Macerator. Wir brauchen auch noch eine Reihe, die uns das Crushed zu Dingen macht. Oder wird das alles... Du hast mir gesagt, zwei. Nee. Zwei, die Erze machen. Und acht, die quasi das nochmal klein brökeln. Ja, ich habe aber nicht aufgeschrieben, weil du nicht gesagt hast. Doch, habe ich. Nein, weißt du, wie viele Tiers die brauchen? Dann lassen wir es, dann nehmen wir erstmal nur diesen Kreislauf mit. Ist ja auch nicht schlimm. Ist zwar ein bisschen nervig, aber ist egal. Muss man zur Not irgendwann ein bisschen aufteilen. Ich baue mal so Razor. Was? Ich baue mal ein paar. Ja gut, reicht doch erstmal ein zweiter, gut. Das heißt, wollen wir jetzt mehr Nickel oder wollen wir zusätzlich Zinn haben statt Nickel? Sagen, Zinn kriegen wir eh eine Menge im Gegensatz zu Nickel. Ja, Nickel kriegen wir auch überall und nirgends raus eigentlich. Deswegen. Also, anders ausgedrückt, wir würden 10% Nickel in einem Schritt gegen einmal 10 und einmal 11% Zinn tauschen. Ich weiß nicht, ich kann den craften. Also wir kriegen trotzdem zweimal die Chance auf Nickel. Aber einmal die Chance würden wir halt gegen zweimal Chance auf Zinn tauschen. Und wenn man überlegt, wie viel Zeug wir brauchen, wäre das, glaube ich, sinnvoller. Aber andererseits, Zinn kriegen wir auch. Also in dem Fall ist es, glaube ich, wirklich ziemlich egal, wie rum man das macht. Wenn man jetzt rein vom Logischen her betrachtet, würden wir zusätzlich nochmal eine 11% Chance auf Zinn haben, wenn wir einen Schritt mehr einbauen. Also würden wir mehr Ressourcen rauskriegen.
Also, was willst du, Flame? Was von beiden? Ratter, 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 Ratter. Ratter, eigentlich beides egal. Man kriegt ja beides schon mehr als genug. Ja, deswegen. Aber... jedes Mal, wenn ich die Crafted CPU umklicke, damit die was für mich craftet, ist sie schon wieder eingebunden. Ja. Ja. Das Problem ist, das wäre insofern, wir haben kein Stainless Steel. Okay, dann würde ich tatsächlich den zweiten Schritt gehen, also über den Ore Washer. Mit dem Hintergrund Nickel werden wir eh einiges farmen müssen für Platin. Dann können wir uns vielleicht das Zinn-Farmen sparen. Gut. Das heißt dann, der zweite wäre dann... Ja, ich habe kein Interface hier. Das war ein Controller dann, ne? Also ein Terminal. Ja, so. Das heißt, wir würden dann jetzt hier ein Interface ranmachen. Also die Verkabelung müssen wir nochmal genau gucken. Da werde ich nochmal mit Flame reden. Was? Ja. Schön. Ja, das Problem ist, die funktioniert so leider nicht. Ja, das klappt schon. Nein. Das wird schon. Nein, wird's nicht. Ja, dann glaubst du das? Na komm, Crafting CPU, gib's mir. So. Das heißt, hier wollen wir jetzt quasi einen ganzen Stack davon haben. Gut, das war einer zu viel. Und die Maschinen funktionieren nicht, Flame. Das kann nicht. Doch. So viel zu, du bist fertig. Willst du etwa mein perfekt gebautes System hinten anprangern? Ja. Warum? Was packst du da überhaupt an Öl rein? LPG packst du da rein? Ich hatte mal 64 aus dem Lootback rausbekommen, deswegen. Okay. Ja, auf jeden Fall die Ore-Washer, den fehlt auch noch das Wasser. Ja, und das ist das Problem, worauf ich dich ansprechen wollte. Wir haben da keinen Platz in der Pipe. Doch, haben wir. Nein, sich nicht so. Hast du alle Dual-Interface im Inventar? Nein. Wo sind die denn? Hab ich die hier liegen gelassen? Nein! Mann, doch habe ich. Was denn? Wollte gerade anklicken, damit es gecraftet wird. Was wird denn hier gerade alles hergestellt? Nee, da kamen gerade wieder Dutzende Zellen rein. Okay. Mann, jetzt ist die erste gewesen. Nicht mehr. Warte, ich schaff das. Das Witzige ist, ich hab eine Zeit, was Jenny versucht, dreimal den Electric Piston neu reinbekommen. Nämlich ihn abgebrochen und mir reingesetzt, weil ich gedacht habe, ich brauche nur Stainless Steel Platten. Ich will das haben! Mach mal eine neue Crafting CPU. Gib uns die Materialien dann gerne. Wozu haben wir Flame erst unsere. Ich hab's geschafft! Schade! Ach verdammt, wir haben sogar noch was. Ja, ich hab das abgebrochen, deswegen hast du das geschafft. Ja, Flame, kannst du einmal bitte das Electrolyzed Water abbrechen? Warum willst du... ja. Jenny? Ey, das System ist... Jenny? Na, Mist, das geht nicht. Was willst du gerade mit den 100 Stahl? Ich brauche genau 100 Stahl. Was willst du? Haben wir keinen Stahl mehr, oder was? Nein, weil ich auch frage, Jenny, warum nutzen nicht einfach hier unten das unseren Blast Furnace und suchst einfach nur Eisendust 3, wovon wir Dutzende im System drin haben. Des Weiteren, Jenny. Würde einer bitte mal kurz das Stahl-Ingot abbrechen? Ja, Jenny, ich habe mal 181 Stahl in das System reingetan, weil ich eben da reingetan, weil ich eben Stahl hergestellt habe. Ja, dann brech doch die Dinge selber ab. Würde einer bitte die Wasserzellen abbrechen? Ja. Danke. Ich brauche ein Dual-Interface. Boah, ist ja anstrengend. Ah, okay, Stainless. Ja. Ich glaube, Stainless Steel Flame kannst du unten in den anderen Blast Furnace erstmal wieder reinschmeißen. Ja, du produzierst Rotil hier gerade drin. Nee, in dem zweiten davon. Wir haben ja zwei da unten stehen, die automatisiert sind. Ah, welche macht er das nochmal? Beide? Stainless Steel, beide. In einem ist Stainless Steel. In dem linken ist sogar noch Stainless Steel und Eisen drin, aber ich glaube, wir haben hier ein anderes Problem. Kein Oxygen. Läuft. Ja, muss er auch nicht.
Also deswegen meinte ich halt, du kannst halt Stainless Steel entweder mit Oxygen Programm 11 schneller machen oder langsamer ohne. Mit Programm 1 ohne. Okay, dann läuft der hier nicht, weil da Eisen... Genau, ist. Weil eigentlich Stahl drin rein, also Stahl gemacht werden sollte. Und Stahl müsste halt mit Oxygen. Und Oxygen haben wir die ganze Zeit nicht. Ist übrigens auch ein Grund, warum wir die Erzverarbeitung machen. Da ein paar Sachen bei sind, wo wir Oxygen bei rumkriegen. Und was haben wir denn im Überschüssigen? Was, Oxygen? Ja. Wegschmeißen dann. Wow. Also wenn wir es dann zu viel haben, dann wegschmeißen. Ist die Frage, was ist dann zu viel? Genau. Sehr gut. Das muss halt geklärt werden. So, das Dual-Interface darf jetzt mal ein bisschen schneller bauen. Aber Flame, komm mal her. Hexe ab, ja. Unabhängig davon, dass aus welchen Gründen auch immer die Sachen nichts annehmen, gibt es einen ganz einfachen Trick, wie wir hier jetzt noch die Kabel hinbekommen. Was ist denn hier falsch gemacht worden? Ha? Hey, was ist denn das jetzt? So, und schon hast du Fluidkabel auch. Ah, ja, stimmt. nee, Tobi, wir hatten doch kein Problem. Also, ich hatte doch kein Problem. Ja, du kannst aber mal einmal kurz bitte eine Zelle mit Distilled Water besorgen. Ach, Dual Interface, beeil dich. Wie lange braucht der? Eine Minute. Nein, 2 Minuten. Shit. Hier, Moment, wo bist du? Wo bist du? Hallo? Ach, da. Ah, ein Drum sogar. Nett. Ja, der ist hinten in der Washing-Maschine unten immer in der Kiste drin gewesen, damit du immer da genug hast, falls dein das Erz wächst. Nö. Hab ich unten immer nicht reingetan. Ja, ich verteile jetzt hier schon mal. So. Tschüss. Gut. Heißt, im Endeffekt kriegen wir da jetzt Purified Iron Ore bei rum. Das müssen wir jetzt nur halt einstellen, wenn das Dual-Interface endlich mal fertig wäre. Und das Purified Iron Ore wiederum muss dann in einen Macerator rein. Das wird dann jetzt die neue Anlage, die Flame gleich aufbaut. Ich glaube, da hinten ein Macerator. Hä? Könnte ich hier... Okay, ich kann wohl doch nicht komplett aufladen schießen. Das heißt, hier würde jetzt ein Interface hinkommen. Kabel. Einmal ihr beide. Macerator und die Gasturbine. Ja, das Eisenerz kann erstmal wieder weg. Na, was macht das Dual-Interface? Immer noch nicht fertig. Ach du Schande, ey. Gut. Wir drücken, das ist mein Slot. Okay. Ich kämpfe gerade mit dem System. Ha, gewonnen. Okay. Ja. So, das heißt, du willst Insert auf Rot, Extract da drauf. Das heißt, hier rot, da grün. Und jetzt muss ich nur warten, bis ich genug zusammen habe. Ach, egal. Nehme ich einfach 16 Stück. Und hier kommt dann jetzt 64 rein. Und die würden jetzt durchlaufen. Heißt, wir brauchen jetzt aber noch ein wenig, Fuel oder irgendwas in der Art. Kannst du ein wenig, Oxygen oder irgendwas Mäßiges mitbringen? Gasturbine? Für die Gasturbine, genau. Dauert auch dem einen das andere. Stimmt. Vielleicht habe ich gerade ein bisschen LPG weggeschmissen, fällt mir gerade auf. Uff. So, Nafta. Dann da rein. Ja. Dann. Wenn man jetzt nämlich hier auch noch Round Robin einstellt, dann verteilt ihr das alles schön auf alle gleichmäßig. So. Gewittert. Ja,
Ist auch überhaupt nicht laut oder so. Ich habe eben außerdem erstmal das Sound angemacht. Oh, kann einer schlafen gehen? Ist ein bisschen sehr laut. Dann, du bekommst einmal Distilled Water hier rein. Und da oben bekommst du Crushed Iron zweimal. Wunderbar. Ah, das war Spritz. Ah, danke. Boah, das nervt jetzt gerade richtig. So, wo bist du? Da hast deine Drum wieder. Und es funktioniert nicht, Flame. Irgendwas hast du hier nicht richtig gemacht. Das kann nicht sein. Doch. Wow, alles perfekt. Das kannst gerade aus mir raus. Bitte drin lassen. Ich weiß halt nicht, was du jetzt hier eingestellt hast. Aber... ach, es funktioniert. Du hättest gedacht. Siehste? Ah. Ja, nachdem ich es jetzt richtig eingestellt habe. Quatsch, war schon so. Bobby, ich brauch Stainless Steel. Wir haben nichts. Wir haben nichts. Okay. So. Dann fordere einfach Stainless Steel an. Oh, wir sind bei 36 Minuten. Weißt du, wie lange der dauert? Ich würde aber gerne zumindest das noch eben fertig machen. Okay. Gut. Das heißt, wir kriegen jetzt hier sozusagen durchgehend Eisen, wird hier drüben zerlegt. Wird auch nicht mehr importiert, weil die Channel nicht reichen. Das müssen wir auch gleich noch beheben. Genau, das Gecrushte kommt dann hier drüben rein. Wird zu Purified. Das werden wir dann auch noch ein bisschen, ich sag mal, glatt ziehen, sobald wir dann das Terminal hier wegnehmen. Dann kommt hier sozusagen die volle Reihe mit Warwashing hin. Das gleiche mit der Zentrifuge. Und dann quasi das Purified. Ah, okay. Ich habe eventuell noch einen Fehler gefunden. Das kann uns wirklich noch Probleme bereiten. Ja. Wieder deinerseits? Halb, halb. Kann ich mit leben. Okay. Wir müssen hier nämlich bei dem Extract müssen wir Filter einstellen. Das heißt, man nehme das Ei. Ach, Mist, dann dürfen wir auch nur 8 Slots belegen. Ja, gut, egal. So. Und wir brauchen die Advanced Filter dann. Okay, da müssen wir uns gleich nochmal eine Lösung für überlegen. Aber auf jeden Fall, das Purified kommt dann wiederum hier oben rein. Sollte dann, wenn es funktioniert, was anscheinend auch nicht der Fall ist, so. Zack. Und genau. Ja, jetzt hat es sich halt überall verteilt. Auch da, wo kein Strom ist, war natürlich intelligent. Und am Ende aus dem Purified kommt dann wiederum Eisen. Und mit Glück auch Zinn raus. Das heißt, Eisenerz direkt können wir jetzt einfach ins System schmeißen und es wird vollautomatisch verarbeitet. Wir müssen natürlich jetzt hier noch ein bisschen die Kabel alle, ja, ich sag mal, gerade ziehen. Aber ansonsten sollte es so, wie es jetzt ist, funktionieren. Wir werden dann jetzt noch stückweise die Erze schon mal raussuchen, die wir hier automatisch zerlegen wollen. Das würde ich aber tatsächlich, glaube ich, sagen, das machen wir gleich eben offscreen. Im Endeffekt, was wir jetzt... Spiel, hör auf, danke. Was wir jetzt noch ändern werden, ist das Ding hier rüberziehen, dass es ein bisschen gerade aussieht. Wir werden die Reihe hier noch hier reinziehen. Plus dann das Terminal einfach hier irgendwie ranmachen oder so. Dementsprechend auch das Dual-Interface verschieben. Und einmal alles anschließen.
Und ich würde sagen, wir suchen die ersten paar Erze einfach mal raus, die wir dauerhaft zerlegen können. Die auf gleiche Weise zerlegt werden, nenne ich es jetzt einfach mal. Weil es gibt eigentlich die zwei Wege, entweder Macerator, Macerator, Zentrifuge oder Macerator, Ore Washing Plant, Macerator, Zentrifuge. Die beiden Wege würde ich dann tatsächlich sagen, gehen, also die Erze, die wir finden, die das machen, so rum, würde ich jetzt einfach behaupten, werden wir dann jetzt, wie heißt's? Voll. Raussuchen, zusammensuchen und hier einstellen. Und im Endeffekt werden dann einfach hier, wenn das Interface voll ist, wird daneben Neues platziert und so weiter, bis wir 8 Stück haben. Und ich hoffe einfach mal 64 Stück reicht. Ich würde auch sagen, wir bauen die ganze Stromversorgung von unten einfach hoch. Das heißt, einfach die ganzen Turbinen draufpacken. Und wir überlegen uns irgendwas, was wir hier jetzt als Sprit erstmal reinpacken. Später soll dann natürlich Benzin rein. Das ist so, ja, ich sag mal, das Langzeitziel. Aber aktuell reicht das leider noch nicht aus, was wir dafür haben. In dem Sinne würde ich jetzt sagen, vielen Dank, dass ihr zugeguckt habt. Lasst Kommentar, Bewertung da. Etc. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Cheerio.